Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich habe euch hier mal heute nochmal einen Radlader mitgebracht. Und zwar den John Deere 524K vom Modding-Team Dietz Modding Rambo 145 und Converted Nickname. Das ganze Gerät haben wir schon eine ganze Weile bei uns im Mod-Ordner, deswegen wollte ich es euch auch mal zeigen. So. Es kommt mit einer Schaufel, die auch noch verschiedene Config-Möglichkeiten hat. Die gucken wir uns dann nochmal im Shop. Kurz mal zum Modell. Da gibt es meiner Meinung nach gar nichts auszusetzen. Ist halt ein amerikanischer Radlader. Ne? Mal was anderes, nicht immer nur Liebherr und Co. Meiner Meinung nach nichts zu meckern. So, hüpfen wir mal rein in das gute Stück. So, von innen setzt sich das eigentlich fort. Meiner Meinung nach schön sauber gearbeitet. Da gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Hören wir mal auf den Motor. Er hat schon einen ziemlich bulligen Sound. Ne? Das ist soweit auch okay. Ja, gefällt uns zum Beispiel sehr gut. Thema Beleuchtung. Wir haben einmal das normale Licht. Wir hätten dann die, hoppla, die Arbeitsbeleuchtung hinten. Dann haben wir noch die Arbeitsbeleuchtung vor. So, das Ganze kommt auch mit Blinkleuchten, die auch noch anpassbar sind. Schauen wir aber gleich im Shop. Und natürlich auch die Rundumleuchte auf dem Dach. So. Schauen wir uns das Ganze mal im Shop an. So, das Gerät findet ihr unter Radlader. Kommt zu euch für 89.500 Euro. So, da haben wir das gute Stück. Er ist konfigurierbar in aller Herrgottsdingen. Farbe. Also wenn er sagt, ich will den in Rot, dann kriegt er in Rot. Oder was auch immer, wie es gewünscht wird. Ja, dunkelgrün und so weiter. Designfarbe sind jetzt die Logos. Moment, wir machen sie mal kenntlich. Da. Auch das Design könnt ihr euch farbtechnisch natürlich anpassen. So, Reifenhersteller haben wir Michelin und Trelleborg. Ja. Die Lichter, was ich gesagt hätte. Vorne können wir die Lichter anpassen. Da haben wir drei Versionen. Das ist die erste, die zweite und die Standard- bzw. die dritte Version. Motorausführung. Einmal die kleinste mit 146 PS, dann mit 292, 450 und 146. So, das soll es hierzu auch gewesen sein. Bleibt uns noch der Blick auf die Schaufel. Wo ist sie denn? Unter Radlader. Da ist er. Findet ihr da hinten. Da können wir auch noch ein bisschen was konfigurieren. Hoppala. So, Standardschaufel. So. Einmal mit 10 und Gitter. Dann einmal nur mit 10 und einmal komplett als Schüttgutschaufel. Auch die Füllmenge bzw. Kapazität lässt sich einstellen. Das kann jeder machen, wie er es haben will. 20.000 Liter ist ganz schön viel. 5.000, naja, gut. 5.000 ist okay, meiner Meinung nach. Aber jedem, wie er es möchte. Last but not least, der Blick in die Logdatei. Man muss nur die richtige Taste drücken. So, der Log ist soweit fehlerfrei. Da gibt es nichts zu meckern. Auch wieder, was mir wichtig ist, dieses Wackeln der Schaufel. Ne? Also da glitscht nichts, da sitzt nichts rum. Das ist alles ganz schön. So, wem es gefallen hat, der lässt bitte einen Daumen nach oben da, auch bei Modder vorbeischauen oder bei den Moddern. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Mod. Ciao, ciao, euer Silver.